Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, wie ich feststellen musste, muss ich ja gar nicht das Noturzel trainieren, was ich auch gefangen habe. Ist zwar noch Level 3, aber ja, in der nächsten Zeit werde ich es trainieren. Also zum Beispiel jetzt. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel, aber ich sehe dich trotzdem. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon mal hier war, Troy hier heißt er, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen. Aber das Motto unserer uns Wanderern heißt, jeden aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. Ah, vor einem Blitz. Bring ein Pokémon die Form Blitz bei und setze sie ein. Damit wird selbst die dunkelste Höhle von Licht erfüllt. Um das zu können, brauchst du den Orten der Arena vom Fausthafen. Ach, brauche ich das doch? Ja. Das ist ja blöd. Ein Kleinstein. Naja. Ja, kann das mal gleich trainieren. Na komm, Beppo. Wunder, dass ich mich über das Kleinstein nicht aufrege, aber ich beginne ja noch eine neue Aufnahme gerade. Und ja. Tschüss, Kleinstein. Ab in die Hölle mit dir. Ja. Rosie hat 55 EP und es levelt. Level 4. Super. So kann man Pokémon leveln. Nein, ich will das Item haben. Och Mann. Och nö, noch ein Kleinstein. Alter, geht das jetzt schon wieder los? Das ist doch im unnötig. Ich meine, gut, eine Seerose als Pokémon Rosi zu nennen, ist zwar auch nicht so kreativ, aber ich meine, muss ich ja wissen. Tschüss, Kleinstein. Wir sehen uns in der Höhle. So. 43. Juhu, Level 5. Super. 43 EP. Fluchtseil. Kann ich mir einen abseilen? Ah. Na gut, den Scherz kann ich bringen, ist ab 16. Also. Natürlich. Aber ich kann ihn immer noch finden. Hoffentlich trainieren muss. Das ist ja wurscht. Und super. Das wäre dämlich. Aber jetzt bräuchte ich ein Psycho-Pokémon. Das wäre besser. Ach, muss mein Bro trainieren. Ah, das war, glaube ich, blöd. Weil die haben, glaube ich, die Attacke drauf. Was hier sehr effektiv ist. Na, die jetzt nicht gerade, aber haha, geht daneben. Alter, gewonnen hittet. Und dann auch ein Volltreffer. Das fängt ja gut an. Das ist ja super. Level 6. Das ist ja super. 38 EP. Yeah, zu Level 15. Mensch, das geht auch nach vorne hier. Ich weiß zwar nicht, wohin ich renne, aber oh, das ist ein Psycho. Puh, ich weiß nicht, ob ich es fangen kann. Ich versuch's, weil ein Psycho-Pokémon ist eigentlich sehr gut. Ach nee, ist ein Kampf, ne? Ich glaube, das ist ein Kampf.
Das sieht so ein bisschen nach Psycho aus, aber nein, egal. So. Wenn es ein Kampf ist. Weiß ich nicht, ob ich das so gebrauchen könnte, aber... Na gut, schlecht wäre es nicht, aber... ich weiß nicht. Probieren kann man es ja mal. War nicht Kampf effektiv? Eigentlich war ja Kampf effektiv gegen Normal, weil das ist ja Normal-Pokémon, mein süßes Wäfchen. Und ja. Das ist nicht effektiv. Das soll es ja auch nicht sein. Ja, Alter, wo ist denn die Fahrradpumpe, wenn du dich ja schon aufpumpst, hä? Schlechter Witz. Ja genau, Alter, was geht? Och nö. Arsch. Das ist aber mein Fehler gewesen. Ich hab nicht nachgedacht. Blöd. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Boah, Ziggy. Obwohl, ist ja auch normal, ne? Ja. Ich mach das Wort trotzdem. Oh, das ist gut. Ja, meine Superbälle sind schon weg, weil die sind auf dem... sind für Loturzel draufgegangen. Weiß ich ja zwei... Na gut, drei Superbälle gehabt. Der blieb einfach nicht drinne. Und, ja, habt ihr alle drei Superbälle verbraten. Also Loturzel ist Level 3 gewesen, ne? Also, habt ihr auch gesehen eigentlich. Ja, dann habe ich einen Pokéball genommen. Ja, ist er rausgegangen. Aber beim zweiten Pokéball, beim einfachen Pokéball hat es geklappt. Da habe ich mir schon gedacht, what the fuck? Also, ich weiß auch nicht. Unlogisch. Ach, Courage. Es liebt es, einen Körper zu stehlen. Er klaut seinen eigenen Körper also. Das ist ja super. Falls du erdbebenartige Geräusche aus einer Höhle hörst, ist es bestimmt Makushita, das intensiv trainiert. Wie der trainiert, will ich gar nicht wissen. Ja, ich setze mal das Fluchtseil ein und dann werde ich Dings trainieren, weil ich kann auch noch Blitz noch nicht einsetzen. Weil das ist blöd, so rumzulaufen. Wo ist denn das? Da. Tschüss. Weil meine Pokémon sind ein bisschen gedamaged und ja, muss halt nicht sein. Ich werde den Offscreen noch ein bisschen trainieren und ja, werde mich dann später wieder melden. So. Eins will nur gucken, ist das wirklich Kampf-Pokémon? Keine Ahnung. Jo, ist Kampf-Pokémon. Was ich auch noch nicht geguckt habe, das müsste eigentlich Pflanze sein. Wasserpflanze. Hä, Wasser. Naja. Den werde ich aber hauptsächlich Pflanzenattacken beibringen auf jeden Fall. Und ja. Na gut. Wir sehen uns hier später wieder. Und ich werde erstmal trainieren gehen. Bis gleich, Leute. Ups, Leute. Ups, kann ich da jetzt nur sagen, weil, ja, ich habe den Schwein gefunden in der Höhle.
Ja, ich wollte einfach mal, eigentlich wollte ich in der Höhle ja nur trainieren, aber weil ich noch ein paar Pokémon gefangen habe, die eigentlich ganz gut sind, die aber nur trainieren muss und ja, beim Training bin ich einfach mal durch die Höhle durch und ja. Ja. Kann jetzt einfach mal weitermachen. Hey, mein Name ist Troy. Ich muss jetzt an die Toten Hosen denken, die von das Lied Troy. Naja. Ich sammle seltene Steine. Daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Ach, du bist das. Soll ich dir mal meinen Harnstein zeigen? Der ist süß. Der ist ganz zahm. Der kann sogar Kunststückchen. Kann sogar Männchen machen, der Harnstein. Oder, Pfötchen geben ist blöd. Aber, ja, der kann durch brennende Reifen springen und, ja, was kann er noch? Also, ich habe den so viel beigebracht, ich weiß gar nicht mehr, was er noch kann. Also, ja. Nein. Oh, ein Brief für mich. Und jetzt wird Brief. Okay, dankeschön. Achso, ja, dein Harnstein ist ja wirklich sehr süß. Hast du auch sehr gut dressiert. Man kann ihn wirklich auch sehr gut streicheln. Ich streichel ihn gern. Ich stehe auf Harnsteine. Ach, das ist ja schön. Das freut mich, dass du auf Harnsteine stehst. Das ist ja super. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken, ehrlich. Ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke Stahlflügel. Boah. Ist bestimmt so ein Flügel, also so ein Klavier, aus Stahl. Ne, also, ja. Ich weiß, ihr versteht. Und wieso ist das Mikro hier schon so nah dran? Das ist blöd. Sorry. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Und da wir uns jetzt so gut kennengelernt haben, sollten wir uns in unserem Pokénest ein... Nein! Och nö! Alter, ich kack ins Essen, das gibt's doch nicht. Nicht schon wieder. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Hast du auch einen Harnstein, den du trainierst? Ich, naja. Kann ich ja eigentlich Dings einsetzen? Weil ich will jetzt nicht unbedingt zurück, weil... Ja, ich kann es nochmal zeigen. Ich habe weder trainiert noch sonst irgendwas. Es ist immer noch stockduster, wenn ich da die Leiter benutze. Hier noch stockduster. Ich bin hier einfach noch... Einfach so 0815 rein. Und ja. Na, jetzt könnt ihr mein neues Pokémon auch mal sehen. In Aktion quasi. Und habe ich schon auf 20 trainiert. Also aus Level 20 habe ich das schon. Ist ein Unlichtgeist-Pokémon. Und finde ich eigentlich nicht schlecht. Still. Wow, es lebt noch. Wahnsinn. Oh, ich bin immer verleitet, das zu machen, zu beschleunigen, weil ich so trainiere. So trainiere ich halt immer. Dann brauche ich nicht so viel Zeit schwenden. Ach, ein Abra. Das ist das zweite Pokémon, was ich im Team habe. Muss ich aber noch trainieren. Hat, glaube ich, den gleichen Level, auch Level 8. Ja. Erstauner. Habe ich auch mit einem mit dem ersten Pokéball gefangen. Weil das kann man ja nur fangen, wenn man gleich einen Pokéball wirft, weil es sich ja sonst wegteleportieren würde.
Und das habe ich mit einem Pokéball mit dem ersten Versuch geschafft. Also das erste Mal ein Abra gesehen, Pokéball gezückt, raufgeschmissen und dann, ja, ist gleich drin geblieben. Fand ich super. So, apropos Abra, ja. Teleportier mich mal in Abrahams Schoß. Ah! Alter, war das schlecht. Naja. Och nö! Alter, muss ich jetzt die ganze Höhle zurückrennen? Alter! Boah, wie ekelhaft ist das denn bitte? Na gut, das machen wir gleich. Bis gleich, Leute. So. Ich weiß sogar nicht, wie ich gelaufen bin. Ach so, in einem Pokémon bin ich gelaufen. Na, das ist ja super. Ist ja auch gar nicht nervig oder so. Alter, wie fertig bin, das ist schon aufs Level 22 oder so. Wenn ich mich in der Höhle verlaufe, wirklich. Weil ich bin einfach nur so rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, wo wirklich. Bevor welchen Ausgang nachher finde. Und ja. Sogar nicht so gut, wenn ich jedes Pokémon besiege. Wegen den AP schon. Weil das wird gelitten. Einfach. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach ja, hier. Unten. Alter! Ich scheine mich so ein bisschen zu orientieren, weil so ein bisschen habe ich mich schon gemerkt von der Höhle. Oh. Ja, ist nicht sehr effektiv, aber Nachtnebel schon, ne? Obwohl es auch eine Geistattacke ist. Ich. Ja. Alter. Stier. So. 150 EP. Alter, levelt ja bald wieder. Ist bald doch noch so, dass das bald wieder, dass sie auch keine Pokémon-Trainer sind oder so. Ja, kurz vor der Treppe natürlich. Ein Zumbad. Ja, ich werde das mehr skippen, weil ist langweilig. 77 geben die bloß. Komme ich nie hin, wenn ich hier so mal. Alter! Was geht? Alter, ah, so. Hat sich ein bisschen hingezogen gerade. Ich muss hier ein bisschen. Ja. Finde ich einen Ausgang. Oh, ich glaube, ich habe einen Ausgang gefunden. Schon wieder ein Zubat, Alter, was geht? Das ist langweilig. Geht nicht mal viel EP. Habe ich jetzt einen Ausgang? Ach, wie geil. Das ist ja super. Das ist ja wunderbar, aber ich glaube, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich aber ich werde die anderen noch trainieren müssen, weil gerade, aber auf der Insel hier, weil ich glaube, dass unser, ja, Vogelvögler, wie ich ihn ja so auch mal so nennen darf, ist ja ab 16, ja, der wird uns wahrscheinlich, erstmal wir speichern. Speichern! Ja. 9 Stunden schon, Alter. Na gut. Bei den ganzen Trainingen, also. Ist schon hart. Ich werde das aber jetzt mal ausprobieren, ob ich dann nach Dings oder zum anderen komme. Ahoi, für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Nun, wo soll's hingehen? Ach, kann ich auswählen. Das ist schon mal gut. Gut. So, ich gehe erstmal, ja. Geschäfte erledigen. Bis gleich. So.
Ich will mal eins probieren. Und zwar will ich mich mal am Arena-Leiter probieren. Ihr könnt ja auch mal sehen, wie viel ich gelevelt habe. Also Bepot, glaube ich, ein Level geschafft. Zubiris Level 22 overpowered. Psycho auf Level 20 hat sich zu Kadabra weiterentwickelt und kann ja. Was? Naiv. Okay. Ja, Konfusion, Teleporten, Aussetzer, ne? Also. Ja. Will ich einfach mal probieren. Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal rein und ja, quatsch den mal an. Na, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Chip, Rontix? Ja, ich bin ein bisschen heiser, sorry. Ich habe hier so durch die Halle geschrien, weil ich den anderen Trainern zugerufen habe, dass sie, also die angefeuert habe und oh, ich bin so ein bisschen heiser. Hosthafens Arena-Leiterin Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Kampf. Abra, du bist hier herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn du Normal-Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder. Pass gut auf. Und das Schlimme ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee. Deswegen sehe ich dich auch so gut. Ich habe eine Brille von Vielmann. Ja. Aber mit jedem Trainer, den du auf dem Weg zur Arena-Leiter besiegst, wird sie heller. Also dann leg mal los. Auf dass ich nachher mehr sehe. Alter, wie wissen's? Das ist eine Sackgasse. Oh, die Mucke finde ich geil. Die feiere ich immer ab. Boah, ich finde die immer so geil, ich weiß auch nicht. Ey, Alte, hör mal auf zu schweben. Vor allem, wie sehen deine Haare aus? Was hast du für ein Haargel? Um die so stehen zu lassen. Sieht ein bisschen ekelhaft aus. Meditier. Ja, das ist kein Kampf-Pokémon, sondern eigentlich ein Kampf-Psycho. Oder? Ist, glaube ich zumindest. 13. Naja. Geduld. Ja. Bringt ja sehr viel. Geist ist halt... Ja, Geist ist gut. Würde ich mal befürworten. Speichert Energie. Ja, super. Ich weiß ja doch noch einiges vom Pokémon, also... So ganz dämlich bin ich jetzt nicht. Na gut, Level 22, Alter, was willst du da auch gegen machen, ne? Also. Ich hab verloren. Hör auf zu heulen, Mann. Du bist so eine Kämpferin, Alter. Ihh, hast du dir das Bein gebrochen? Das sieht so ekelhaft aus. Zieht euch mal das linke Bein rein. Bah. Das sieht aus, als wäre es gebrochen. Wie ekelhaft. Alter, da brauche ich erstmal eine Pause. Bis gleich, Leute.